Nochmal die Differentialgleichung. Der Ansatz ist wieder, dass wir dx durch dy durch dx machen. Dann bekommen wir 1 durch y Wurzel aus 1 minus zum Quadrat. Wir können x wieder rüberschreiben. Dann haben wir hier dx. Auf der anderen Seite haben wir y durch 1 minus y Quadrat halb dx, dy. Integral drüber auf beiden Seiten bekommen wir hier, naja, hier sehen wir, dass die Ableitung davon, bekommen wir minus 1 minus y Quadrat hoch 1 halb. Das können wir nochmal kurz uns überlegen, wie das funktioniert. Das hier abgeleitet ist, tun 1 nach unten zählen, dann bekommen wir minus 1 halb, das multiplizieren wir daran, also müssen wir hier nochmal mal 2 nehmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also, wir multiplizieren es vorne dran. Ah, die bekommen wir noch. Jetzt, okay. Also, wenn wir das ableiten, machen wir kurz einen Versuch. Dann haben wir 1 halb mal 1 minus y Quadrat minus 1 halb. Und die innere Funktion ist 2y. Und das ist genau das, was da oben steht. Also, dadurch. Hier bekommen wir noch ein Minus 2y und dann passt das wieder. Okay. Nicht alle Flaschen stehen lassen. Diese Seite können wir auch integrieren. Das ist x plus eine Konstante. Dann können wir das Minus rüber und quadrieren. Wie machen wir das? 1 minus y Quadrat. Dann das Minus rüberziehen, das heißt minus x plus c, das Ganze zum Quadrat, dann bekommen wir noch eine 1 rüber, also haben wir 1, das ziehen wir minus rüber, x plus c zum Quadrat, natürlich steht hier ein Minus davor. Minus zum Quadrat ist gleich y Quadrat. Dann können wir 1 dieses Minus zum Plus machen. Können wir das? Nee, können wir nicht. Aber wir können die Wurzel ziehen. Wir können sagen 1 minus c minus x zum Quadrat ist gleich y. Und das ist die Lösung der Differentialgleichung. Vielleicht mit ein paar Fehlern, aber ich hoffe es.